So, dann können wir auf dem Weg kurz daran vorbei. Und nein, jetzt gehe ich doch nicht die Beowulf-Geschichte ab. Ich glaube, das lohnt jetzt nicht. Für die noch 45 Minuten, die ich jetzt noch circa online bin, um dann mich mal eben um den Hund zu kümmern. Ich muss jetzt auch immer ein bisschen weiter mit dem laufen, damit der ein bisschen abnimmt beim Spazierengehen. Nicht, dass wir vorher kurze Spaziergänge gemacht haben, aber wir machen jetzt absichtlich etwas längere Spaziergänge. Ich muss mich in Acht nehmen. Ich bin da, wer noch? Jetzt hat sich's ausgepinkelt. Und selbst wenn da hinten wirklich eine Schürze mit Schlappen wäre und das wäre das mächtigste Set aller Zeiten, es wäre trotzdem noch mächtig. Egal wie es aussieht. Der Feind wird mich unterschätzen in meinem Grilloutfit. Verstecken und halt die Fresse, ich töte dich mit der Axt. Verstecken und Jagen ist ein echtes Kriegerspiel. Gut, dass ihr es spielt. Spiel doch mit. Die hier sind leicht zu finden, aber du bestimmt nicht. Los, versteck dich mit den anderen. Wenn ich gezählt habe, jage ich euch wie der mächtige Fenriswolf. Alle verstecken sich, während ich zähle. Und wenn ich fertig bin, suche ich euch. Los, versteckt euch, aber bleibt im Dorf. Außerhalb vom Dorf gilt nicht. 12... Versteckt oder nicht, ich komme! Geil. Ich habe mich einfach auf das Dach gehockt, weil jeder weiß, NPCs können nicht nach oben gucken. Ach ja, diese Entspannung. Erstmal ein bisschen Tee und Biskuit. Du lügst doch! Ich habe mich vorher in Kot gewälzt, damit du mich nicht findest. Hab dich, Krümel! Mann, du hast geguckt, oder?
Ha! Nichts entkommt der mächtigen Nase des Fenriswolfs. Mal, ich fand das ein paar Penisse auf einem Stück Papier. Komm raus, Riese, du hast gewonnen. Ich mein's ernst, du gewinnst. Ich gebe auf, Riese. Einfach ins Elternhaus gehen. Da drin dürfen die Kinder nämlich nicht spielen. Wohl, Kinder. Spielt schön und haltet euch warm. Ein Kriegerspiel. In diesen Zeiten müssen selbst Kinder vor zweibeinigen Wölfen fliehen. Verstecken und jagen, macht euch bereit. Ja, und jetzt brandschatzt sich euren Hof und tötet eure Familien. Yeah! Wie besser gefunden, wenn man die Kinder hätte suchen müssen. Aber es geht doch darum zu zeigen, wie mächtig die Assassin's Creed KI ist. Und zu zeigen, mein Gott, schau dir an, wie vorangeschritten schon die künstliche Intelligenz unserer NPCs ist. Ist ja gar keiner da. Ihr habt gar keine Wachen. Norwegen, es müssen harte Zeiten sein. Sie haben schon ihre Wachen gegessen von der Schließ- und von der Wach- und Schließgesellschaft. Noch hält Estengler ohne König durch. Doch für wie? Oh, hallo. Ich guck nur, ob ein schönes Ross hier ist. Bis zum nächsten Mal. Ich muss gehen. Bleib gesund. Was? Was fällt dir ein zu sagen, bleib gesund, als wenn wir hier Corona hätten schon? Bald sagt man zum Abschied, lass dich impfen. Was kann ich dir heute anbieten? Das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen. Oh ja, ein meisterhaftes Stück. Ah, schön. Danach habe ich gesucht. Namen, Tucker. Klug von dir, aufzurüsten. Du solltest immer gut ausgestattet sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Wer braucht schon Kupferbarren aus dem Laden? Ein Streitgespräch. Juhu! Komm her, ich bin Guybrush Threepwood. Ich bin Gummi, du bist Stahl.
Nein, umgekehrt. Die hat's verloren. Oh, nee. Na, wenn das mal nicht Eivor vom Rabenclan ist. Woher kennst du mich? Leute reden. Über Eivor, den Dänen, da hörte ich viel. Er sei feige, ein Hund und ein Aas. Du kannst sicher sehr gut mit der Axt um dich hauen. Aber sprechen wohl nicht. Ich vergaß. Du wirst dich noch wundern. Lass uns streiten. Du wirst dich noch wundern. Lass uns streiten. Oh, ich will deinen Einsatz sehen. Komm, wir machen mal einen hohen Einsatz. Silber. Jetzt verliere ich bestimmt zum ersten Mal. Man sagt, Eivor ist langsam und stumpf wie ein Troll. Die du sprichst, sind wohl närrisch und hegen einen Groll? Sieh an. Nicht schlecht. Man sagt, du bist feige und scheust jede Schlacht. Wer das sagt, spricht nur Lügen. Ich strotze vor Macht. Wer das sagt, spricht nur Lügen. Ich strotze vor Macht. Spannend. Sehr spannend. Ich hab Stimmen gehört, du wärst einfach beschränkt. Ich bin einfach zu klug, deshalb sind sie gekränkt. Da hattest du doch nur Glück. Sowas, welch eine Überraschung. Eivor vom Rabenclan ist ein echtes Redetalent. Glaub nicht jedes Wort. Es sei denn, mein Spottstreiten wird gelobt. Das entspricht immer der Wahrheit. Nimm diese Münze. Fortan werde ich nur noch Gutes über dich zu berichten wissen. Die Spottgespräche sind zwar sehr simpel gestrickt, aber ich finde, das ist eine echt angenehme Lockerung. Guten Tag! Informationen! Ich habe sie. Willst du sie? Es ist das bisschen Silber wert. Versprochen. Ja, ist gut. Genau. Ich zeige dir mal etwas. Auf deiner Karte. Informationen, das ist doch was wert. Hier, mein Finger auf deiner Karte. Fettig. Und beschwert. Diese Aufträge sind so leicht, ich könnte sie selbst machen. Wenn ich Lust hätte. Wir Dein Dialekt ist nicht Hilfe. Sächsisch, so also scheiß. Komm jederzeit vorbei. Aber stell mir vor, sie hätten wirklich alles in Sächsisch gemacht, ey. Ich weiß, die Sprache damals wird nicht Sächsisch gewesen sein. Also war sie auch nicht, aber trotzdem, es wäre so lustig. Bis sich natürlich alle beschweren, dass alle mit Dialekt reden auf Deutsch. Da ist der Haufen. Was ist die Sonne? Oh. Ich habe Ende, ne? Frammer Sohn und rechtmäßiger König East Englers. Hier liegt Atelans Krieger, Gott und Geister der Heiden. Hier liegt Atelstan, eine weitere Lahi, von den Nordmännern an die Würmer verfüttert wurde. Hier liegt der Mann, der dumm genug war, Est Englers Krone zu tragen.
ist der Ort verflucht. Ob ich mit einer fetten Katze reden kann? Du bist ja eine schöne Katze. Hallo, oh. Freund der Feier. Was ist los? Hey, Nali! Komm zurück, du Schlingel! Hier, Kleiner. Kannst du meine Katze einfangen? Oh, hey! Dieser Kater, er muss mit einer Drude im Bunde stehen. Gerade ist er noch da und wenn ich mich umdrehe, ist er fort. Er hinterlässt keine Spuren im Schlamm und die Blätter rascheln nicht, wenn er sie durchquert. Ich muss von Sinnen sein. Nein, halt! Oh, Kacke! Er ist wieder weggerannt. Katzen sind Freigeister, stolz und unnahbar, wie die Göttin Freya. Ich weiß, aber seit die alte Kat tot ist, dreht diese Seekatze hier einfach durch. Scheucht die Hühner auf und kratzt mich. Ah, ein Schiffskater bringt Glück. Brauchst du Hilfe, ihn zu fangen? Oh ja, bitte. Soll, ich habe gehört, soll echt helfen, wenn ein Schiffskater isst. Mann, Kacke! Hab ich dich, du Mäusebeißer. Deine Animation ist auch wieder etwas hoch angesetzt. Boah! Nali hat sich nicht anfassen lassen, seit die alte Kat tot ist. Aber dich scheint er zu mögen. Willst du mit zu mir an Bord, Nali? Du wärst ein guter Krieger, glaube ich. Jedes Langschiff braucht einen kühnen Kater. Er bringt Glück und frisst die Ratten. Dann habe ich wohl ein neues Besatzungsmitglied. Mein Gott, jetzt haben wir eine Katze auf unserem Langschiff. Als wenn das nicht schon eng genug wäre. Pfeile anzurühren, du entweihst den Schauplatz eines Martyriums. Halt, Fremder! Zeig mir diese Pfeile! Woher kommt deine Leidenschaft für diese Pfeile? Als der Priester den verstorbenen König Edmund segnete, weihte er diesen Thron und alles darauf. Der Segen brachte ihm nichts. Das kommt darauf an, was du von König Edmund hältst. Es ist sonderbar. Ich habe diese Pfeile zwar untersucht, doch nie gewagt, sie zu berühren. Aber da du sie eingesammelt hast, würdest du sie mir verkaufen? Ich verkaufe gerne, aber Edmunds Pfeile könnten mit meinen eigenen vermischt worden sein. Ich habe das Auge einer Chronistin und kann alt von neu unterscheiden. Die Geschichte des Königreichs will gerettet werden. Verkauf mir einfach alle. Diese Pfeile sind dieselben, die den guten heiligen Edmund durchbohrten. Ich muss diese Reliquien untersuchen. Danke. Eines Jahres, als der Frühling nahte, verliebte sich Rick, sein Auftreten war Solberg ins Auge gefallen, einer Trail, die für die Metzubereitung zuständig war. Der Legende nach schwamm sie nach einem Fass der Honigwellen. Sie am Fass der Honigwellen, als Rick kam und seinen Krug eintauchte, um ihn zu füllen. Ich will nur den Schatz. Artefakt hin oder her. Thank you.
wenn Frauen noch immer so leicht zufriedenzustellen wären. Sind sie doch. Oh, ich bin von der falschen Seite reingekommen. Was? Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn, Halfdan schickt dich. Wer du auch bist, ich will wissen, warum kein König auf dem Thron von East Engla sitzt. Weil der entsprechende Mann noch nicht vermählt ist. Sobald er heiratet, hat East Engla seinen König. Viel mehr aber auch nicht. Welcher Mann? Weißt du, Fremder, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Ethelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat. Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmarde? Ach, Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist, als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Die Geschichte von Tan Oswald. Ist doch gar nicht so ein schwacher Name. Muss ich ihn wirklich einholen? Der steht wahrscheinlich vorm Stadttor. Das Pferd kann dich nicht hören. Dieses Pferd kann gar nichts hören. Wie macht er... Wie hat Vater das immer gemacht? Das Pferd kommt immer, wenn er es ruft. Vater konnte gut Pferde herbeirufen. Wirklich. Ich werde in seine Fußstapfen treten. So, Bratwe mit Drachen, Bekavia. Yes, mit
Ich, Asta, die große Beschwörerin, rufe dich an, mein holdes Ross Skinfaxi. Skinfaxi? Aber dein Hunger hört mich. Kann Skinfaxi denn schwimmen? Wahrscheinlich nicht, wenn ich mit dem Wasser reite. Sachte Große. Ach, geht ja doch. Zu mir, ich befehle. Ha, meine Rufe haben gewirkt. Dein Pferd ist etwas aufgeregt, aber in Sicherheit. Ich, Asta, die große Beschwörerin. Erste ihres Namens. Danke dir. Beschwör nächstes Mal eine Brücke. Wenn Vater noch leben würde, wäre er stolz auf mich. Oder, Skinfuxi? Moment, wie habe ich dich vorhin genannt? Ganz schön viele Kinderquests. Komm zurück mit meinem Pferd. Oh, sie war eine Pferdediebin. Ach, manchmal lohnt es sich doch ein bisschen länger zu bleiben bei den Leuten, wenn man das Quest abschließt. Warum lerne ich diesen Skill nicht? Weil ich bestimmt dann aus Versehen immer klicke. Wie die Wölfe, sie mordeten und brandschatzten auf dem Weg. Das waren nicht... Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Rüds Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön, ein Heim sein eigen nennen zu können. Niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Rüds Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame, versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin... Wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll. Das hast du gut gehandhabt. Zwistigkeiten zwischen Sachsen und Dänen enden meist nicht so harmonisch. Das nennst du harmonisch? Ein Streit wurde ohne Blutvergießen beendet. Harmonischer wird's nicht. Das sind ja Aussichten. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Bist du Oswald? Ich... Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in East Engla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Puff, hast du eine andere Rüstung des Bären? Nein, bis jetzt habe ich keine andere Rüstung des Bären. Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Das heißt, wir müssen ihren Brüdern nur beweisen, dass du ein waschechter Mann bist. Ein waschechter Sachse, was auch immer das zu bedeuten hat. Langsam. Irgendwas ist hier im Busch.
Halt! Dort vorne ist er auch. Das ist Betelea. Womöglich dieselben Männer, die die Mauern von Norwig angriffen. Bleib hier. Ich sehe nach. Ich sehe nach! Siehst du die zittern, wenn wir vorbeidonnern? Da tanzen meine Innereien ein Freudesreiten. Ich wusste gar nicht, dass du ein... Diese kleinen Leben, sie bedeuten mir nichts. Sie sind Fliegen auf Scheiße. Ich denke nicht. Ein Haufen Körperteile, aber keine von unseren Leuten. Jedenfalls keine, die wir mehr erkennen können. Das sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören. Denn sie feige Schweine. Ich habe aber alle von hinten angegriffen und zerstückelt. Nehmt das, die Horde Power. Rüds Clan. Sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr Biss als jetzt gerade und sie beginnen vielleicht, dich zu mögen. Ja, verzeih. Ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Das werde ich gern tun. Sag mir nur wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Ja. Hallo, ich habe doch viel dazu beigetragen, dass es besser ist. Hier! Warum, Tengu? Wegen der Bärenrüstung, was du gefragt hast. Los! Also ich habe eine weitere Bärenrüstung, da ist diese Amazon Prime Rüstung, aber die ist ja von Anfang an auf Goldstatus, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und das ist halt einfach voll Imbar. Aber sonst kann ich nichts anderes anziehen. Stimmt gar nicht Gold, sondern auf diesen Bronze-Status schon. Sonst habe ich nur die Wolfs- und die Rabenrüstung. Oder Jägersatz ist das ja.
Mission verraten! Ich finde halt, dass diese DLC-Rüstungen, beziehungsweise die Barbarenrüstung ist ja eigentlich ein Pre-Order-Ding gewesen. Also diese Bärenrüstung, glaube ich. Das ist ja keine Rüstung, die du findest, aber es ist die einzige, die du halt nutzen kannst, wenn du mit Bären-Set spielen willst. Weil bis jetzt habe ich ja auch keine andere gefunden, die in die Richtung geht. Ein bisschen irritierend. Ich habe irgendwas Gefühl, dass ich seit dem Verkaufen von den dämlichen Pfeilen irgendwie einen Fehler bei den Pfeilen, weil ich sammle Pfeile auf, kriege aber keine neue Munition dazu. Flash-Skill. Flash. Aha. Ah ne, nicht dieser Flash. Der andere Flash, der schnell laufen kann. So wie wir gerade darüber gesprochen haben, spiele ich immer noch auf Bärenrüstung. Damit die von Ubisoft erzwungenen Zweikämpfe auch sinnvoll sind auf schwer. Aber es zackt halt schon wieder ab, dass du in Situationen kommst, wo du nur 1 gegen 1 kämpfen kannst. Oder wo du halt, sag ich mal, gezwungen wirst zu kämpfen und die ganzen Assassinen-Skills 0 bringen. Das habe ich schon so häufig angesprochen während des Let's Plays. So, was schaffen wir jetzt noch in 10 Minuten? Du kannst genauso wie damals wie bei Assassin's Creed Origin bei dem Kindhändler halt Sachen, die du eigentlich für diese Helix-Währung, also für die Echtgeld-Währung kaufst, kannst du im, also in der gewissen Random Rotation dann einkaufen bei dem für die, ja, Saphire? Nenn ich Saphire? Was ist es? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das ist schon ganz nett. Du kannst ja auch diese billigen Daily-Missionen machen, um dafür zu sammeln. Opale, Entschuldigung. Ist alles für mich dasselbe. Dass ich nochmal in den Brunnen reinsteige, ohne zu denken, dass ich in The Ring bin. Oh mein Gott, sie hat vor, mich zu töten. Hey. Los, hallo, ich bin ein Brunnentroll. Oh.
Firma. Ah, jetzt habe ich doch mal zwei Pfeile wieder. Mit jedem Tag rücken die Dänen näher. Die anderen sind nach Norwegen geflohen. Aber wir werden bleiben. Hier sind wir zu Hause. Ich muss auch eigentlich ins Dorf nochmal zurück, um das nächste Upgrade zu machen. Ich habe ja einmal geplündert. Na komm, laufwegtechnisch tut sich das alles gerade nichts. Diese Eindringlinge konnten gar nicht siegen. Nicht, wenn du dich mit Gun... Zeigst du mir deine Waren? Es ist ein Sheet-Item. Ich kann dir sagen, was daran für mich ein Sheet-Item ist. Das Sheet-Item daran ist, dass es bereits von Anfang an auf Goldstufe ist und du in der aktuellen Situation des Spiels, also oder auf der zweiten Stufe, da noch gar nicht rangekommen bist. Und das finde ich halt, ist eine Verzerrung. Später ist das dann kein Ding. Ich leiste will. Aber ich will mir halt nicht, nur weil ich mein Prime-Konto mit dem Ubisoft-Konto verbunden habe, irgendeinen Vorteil erkaufen. Sie für mich sühnen. Hallo, Ava. Schaltet die Angelschnur frei. Ach, die wollte ich schon immer haben. Wegen nämlich dem einen Sammelquest, was hier im Süden Danke noch ist. Danke für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidungen? Das tut eigentlich mein Großvater. Aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Mhm. Lieferung. Nur ein wahrer Meisterangler könnte den fangen. Für Belohnungen. Nicht mal Großvater konnte einen davon fangen. Hast du den gefangen? Ja. Diesen Fisch habe ich noch nie aus der Nähe gesehen. Danke. Nun muss ich gehen. Auf bald. Leb wohl, Ava. Ach, da unten rechts ist jetzt auch die Angelschnur. Da musste man nämlich Fische abliefern. Das habe ich nie gemacht. Hier gibt's viele hungrige Fische. Ja, du kannst auch Fische mit dem Bogen jagen. Mein Gott.
Problem ist aber, wenn du einen Fisch holst aus dem Wasser, schwimmen die anderen weg. Ich finde, das ist das eigentliche Problem. Junge! Da kommt doch ein Fisch. Ha. Hab ich dich, du kleiner Fisch. Ach, diese Entspannung. Ich weiß also nicht mehr ganz genau, welche Fische ich fangen sollte. Ich glaube, das waren so wirklich diese ganz kleinen. Ich schaue noch, dann schreibe ich mir eben kurz auf, welche Fische ich fangen muss und dann mache ich das nämlich nächstes Mal. Da mache ich mich auf den Weg mit dem Wauzi. Obwohl er gerade noch ein sehr entspannter Hund ist, der schläft. Lass ihn schlafen. Nee, er muss wirklich. Er hat nur wieder vergessen, dass er muss.
10 kleine Flusswälze. Das, was ich zuletzt gefangen habe. Das Attribut Nahkampfschaden wird nachts erhöht. Ich habe bis jetzt Flusswälz klein ein. Das wird ein Riesenspaß.